Herzlich willkommen an Freunde zu einem neuen Projekt. Und zwar ist es Nexomon Extinction. I don't know. Das Spiel ist so ähnlich wie Pokémon, würde ich sagen. Oh, ich habe einen Knopf aus Versehen gedrückt. Und ich habe auch vorhin aus Versehen hier was gemacht. Das löschen wir aber, denn ich habe meinen Namen gefällt. Ich habe meinen Namen echt gefällt. Genau, das Spiel ist ähnlich wie Pokémon. Es gibt verschiedene Typen. Über 300 verschiedene Nexomons. Und eine komplett neue Region. Und ich freue mich drauf. Die Grafik ist Humans zwischen Pokémon Smaragd und Platin. Irgendwas da so dazwischen, würde ich sagen. Kostet 19 Euro together auf im E-Shop. Diese Welt wurde über Jahrtausende Freundschaft, Loyalität und Liebe aufgebaut. Oh, sieht ja süß aus, was sie da hält. Niedlich. Das hätte ich auch gern. Und das ist das, was Narren gerne glauben. In undenklichen Zeiten hatten die Nexomon einen gnadenlosen König. Omnicron war sein verhasster Name. Diese Ungeheuerlichkeit führte seine Brüder in einen großen Feldzug gegen die gesamte Menschheit. Und als solche versuchte die Plage der Nexomon uns in die Vergessenheit zu treiben. Aber wir bleiben stark. Und eine Gruppe tapferer Helden fand einen Weg, Omnicron zu überlisten. Und eine Gruppe, indem sie seine eigenen Kinder austricksen und sie gegen sich selbst aufbringen. Es gelang uns, den König der Monster zu besiegen und dem Rad des Schicksals zu trotzen. Der Sieg war zum Greifen nah. Das Vermächtnis von Omnicron ist nun fruchtlos. Nichts außer ein trauriges Flüstern im Wind. Endlich von deren Fesseln befreit. Oh, ist das da oben links süß? Oh mein Gott. Das ist ja. Oh. Ja, unser Volk und unsere Zukunft wurden auf ein strahlendes Morgen ausgerichtet sein, was? Ja, egal. Die deutsche Übersetzung ist hier nicht ganz perfekt, das möchte ich euch schon mal vorne wegnehmen. Das war aber auch schon vorher bekannt. Dass die Übersetzung nicht so cool sein soll. Aber es macht nichts. Macht nichts, Leute. So, bis hierhin habe ich, also, ne? Ich gebe jetzt hier meinen Namen ein. Und vorhin habe ich Moritz Granger, dann habe ich gesehen, oh wow. Moritz Granger wird dann klein geschrieben. Deswegen gebe ich nur Moritz ein. So. Moritz, stimmt das? So, und ab jetzt ist es wieder blind, Leute. Ja, super, ne? Sehr schön. Oh Gott. Das Luftschiff. Es stürzt ab. Und ich bin da drauf, oder was? Oder bin ich das? Oh, da bist du ja. Schau. Genau da. Du bist dort in dem Luftschiff. Ach, ich bin drin und nicht drauf. Okay. Oh, oh. Ja, das bist du. Oder doch nicht? Oh. Oh. Cool. Ah, oh, okay. Ich muss sagen, der hier gefällt mir schon mal am meisten. Was haben wir hier noch? Irgendwelche so. Nee, das glaube ich. Weil der sieht ein bisschen aus wie einer vom Wasserstamm von Avatar. Ja, das sieht schon lustig aus. Der sieht ja auch cool aus. Der sieht echt cool aus. Das hier wären so die Standard-Leute. Sollen wir den hier nehmen? Ich finde, der hat irgendwas. Warte, wir gucken nochmal ganz kurz nach oben. Ob wir da nicht noch irgendjemanden übersehen haben. Ich würde schon sagen, ich würde ihn gerne von hinten sehen. Das klang falsch, ne? Aber er sieht interessant aus. Der oder der? Sieht so aus? Ach, Alter, ist das. Ist den oder den? Ich glaube, ich nehme den. Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Aber die Haare passen etwas besser zu mir, würde ich sagen. Moritz, ist das dein Wunsch? Ich glaube, ich nehme den.
Da komme ich nämlich. Die Hautfarbe passt nicht ganz zu mir, aber. Aber sonst gefällt der mir sehr gut. Er gefällt auch mit der Hauptfarbe, sorry. Oh, mach dir keine Sorgen, Junge. Es wird alles fein werden. Alles fein werden. Okay, haben sie gut mit fein übersetzt. Ist in Ordnung. Ist adorable. Oh Gott, was ist denn hier los? Okay, okay. Ich kann meine Augen nicht trauen. Kaum trauen. Wie ist das nur passiert? Warum geschieht das alles? Moritz, dieser Junge hat uns alle verraten. Alles, was sie aufgebaut haben. Solch eine reine Kraft. Eine absolute Boshaftigkeit. Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Oh mein Gott. Das Ende der Zeit naht. Amelie, wir müssen uns jetzt zurückziehen. Es ist nicht fair. Sei leise, Edward. Edward. Hör mir zu und hör gut zu. Wenn wir unseren Planeten retten wollen, müssen wir Moritz vernichten. Oh mein Gott. Bleib bei mir, groß und stolz gegen das Gesicht des Bösen. Unsere Leute werden sich erheben, wenn Moritz fällt. Alter, wollen die mich jetzt alle töten oder was? Oh mein Gott, die wollen mich töten, Leute. Ich muss mich mal ganz kurz zudecken. Es wird langsam kühl. Wir haben gerade 0.28 Uhr zur Info, ja. Also es ist gerade erst rausgekommen im E-Shop. So. Es ist außerdem der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich nie gespielt. Ich glaube, den gibt es nur fürs Handy und fürs Handy bin ich nicht so der Fan. So, ich werde dir niemals verzeihen. Du hast uns alle zum Scheitern verurteilt, Moritz. Du blödes Balk. Oh mein Gott. Die sind ja alle ziemlich gemein zu mir, oder? Oder bin ich mir das ein... Oh, sieht gut aus. Hab ich's doch gewusst. Was machst du noch hier, Moritz? Heute ist unser großer Tag. Dir ist schon klar, welchen Tag ich meine, oder? Natürlich. Auf was wartest du also noch? Heute werden wir endlich richtige Tamer. Versau es nicht. Die anderen sind schon draußen, Moritz. Beeil dich. Okay. Hol dir ein paar Vorräte aus dem Lagerraum. Wenn du dich überhaupt noch daran erinnerst, wo er ist. Wo er ist, da. Also das sind wir? Wir können... Na. Oh, die Steuerung? Die fühlt sich aber seltsam an. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Die fühlt sich irgendwie seltsam an. Richtig seltsam. Vielleicht bin ich es einfach nicht mehr so gewohnt, nur noch so in Kästchenform zu laufen. Können wir den da oben ansprechen? Ja. Oi, Moritz, solltest du nicht draußen sein? Ich habe gehört, dass uns jemand von der Gilde besuchen kommt. Oh, wow, Nora war wirklich wütend auf dich. Aber bestimmt nur, weil heute der große Tag ist. Hehehe. Ihr alle werdet jetzt Thema der Gilde. Wie cool ist das bitte? Moritz, was tust du da? Du solltest doch jetzt dein erstes Dexamon erhalten. Ich bin leider immer noch zu jung dafür, aber nächstes Jahr werde ich an der Reihe sein. Oh ja. Was haben wir hier? Du hast einen Apfel gefunden. Kann ich die Truhe öffnen? Oh ja, kann ich. 50 Dinger. Okay, cool. Die Partie werden so zwischen 25 und 30 Minuten immer lang sein. Habe ich mir überlegt. Das ist ein gutes Dings. Wenn das so lang geht wie Pokémon, 24 Stunden circa, dann ist das, glaube ich, ganz gut, wenn die Parts dann so lang sind. Oh, Moritz, der Lagerraum liegt auf der anderen Seite des Korridors. Es ist so ein wichtiger Tag. Bitte geh und besorg einige Vorräte. Okay, mach ich. Kann ich schon laufen? Warte. Oh, ich bin eigentlich relativ schnell. Na, sieh mal einer an. Moritz, du bist mal wieder zu spät. Wenn du dich nicht beeilst, fangen wir ohne dich an. Ja, mein. Schon gewusst, im Westen gibt es ein kleines Camp voller Nexomon-Tamer. Sie machen Quests und so. Vielleicht kannst du ihnen an... Oh, gibt es hier Quests? Das finde ich interessant. Fang dieses Pokémon für mich. So, ist das der Lagerraum hier? Mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz klar. Oh nein. Ohne Aufsicht kommst du nicht in die höheren Stock. Achso, okay. Da müssen wir gar nicht hin. Wieso leuchtet das hier eigentlich? Hey, ich will das da. Ah, das ist ein Nexotrap gefunden. Wer bist du? Hast du es schon gehört? Drachen sind super selten. Sie sind plötzlich vor 2 Jahrzehnten aufgetaucht. Niemand weiß warum. Ah, erklärt das vielleicht schon, dass
Nächste Mal. Hä? Ich dachte auf der anderen Seite des Korridors. Okay. Okay. Muss ich hier raus? Wenn die mich nicht lässt? Hat so ein bisschen was von Pokémon Mystery Dungeon auf dem Game Boy. 1, 2, 3? Nur 3 Kinder dieses Jahr? Warte, es gibt ein viertes Kind. Ich bin mir sicher, er ist auf dem Weg. Oh nein. Das war doch die eine da, gegen die da blablabla gekämpft hat, ne? Warum müssen wir auf Moritz warten? Wir verschwenden hier unsere Zeit. Ruhig, Blutross. Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden von Tamern. Das hast du dir doch gerade ausgedacht. Wir warten, Punkt. Mein Gott. Oh, die hassen mich schon. Geh zu deinen Freunden. Ich weiß nicht, ob das meine Freunde sehen. Die hassen mich doch nur. Oh, Immetal. Team, okay. Das Immetal, wie sieht das aus? Okay, das ist ein Nexo-Trap, das entwickelt wurde, um wilde Nexomann einzufangen. Achso. Das haben wir wahrscheinlich gerade gesucht. Datenbank. Ah, cool. Hier sehen wir alle Typen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Profil. Es gibt Ansehen. Interessant. Oh, Namen können wir. Oh, dann hätte ich Moritz Granger ändern können. Naja. Begleiter. Es gibt auch Begleiter. Noch habe ich. Oh nein. Oh Gott. Spoiler. Da war schon Spoiler-Tagebuch. Haben wir auch. Dein Abenteuer in der Welt von Nexomon hat gerade erst begonnen. Deine Freunde warten bereits außen. Vor dem Waisenhaus. Los geht's. Und das System. Wir machen mal hier. Oh, gar nichts. Wir machen gar nichts. Ich dachte, wir könnten vielleicht Texttempo oder sowas machen. Wunderbar, Moritz beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Anwesenheit wird ohne D geschrieben, habe ich gelernt. So. Lass es uns hinter uns bringen, Amelie. Habe ich mal ein Foto gewonnen. Also gut. Seid gegrüßt, Kinder. Mein Name ist Amelie und ich repräsentiere heute die Gilde. Jedes Jahr wählen wir eine Reihe von Jugendlichen aus, die Nexomon-Tamer werden und in unseren Reihen aufgenommen werden. Dies wird der Wendepunkt in eurem Leben und ich bin hier, um euren Erfolg zu sichern. Aber um uns anzumelden, brauchen wir doch unser eigenes Nexomon, richtig? Wie es unsere Tradition ist? Ja, die nördlichen Wälder sind ein idealer Ort, um euren allerersten Begleiter zu bekommen. Ihr habt Zeit bis Mitternacht. Wenn die Zeit um ist, werde ich euch aus dem Wald holen. Du schickst einen Haufen Kinder in irgendeinen Wald bis Mitternacht? Keine Sorge, in diesem uralten Wald kann nichts passieren. In Ordnung, du hast eindeutig noch nie ein RPG vorher gespielt. Dir wird es gut gehen, um uns erwähnen. Geh einfach, die Zeit läuft. Oh, ich glaube, der paar Stimmungsschwankungen, würde ich fast sagen. Okay, wir befolgen einfach mal. Okay, ihren Rat, dass wir jetzt. Oh, die Katze sieht schon süß aus. Okay, hier ist der Plan. Koko kann im Vergleich zu normalen Menschen seine Nase benutzen, um nächstes Mal für uns aufzuspüren. Dann. Normale Menschen? Das ist Zeitverschwendung. Ich gehe meinen eigenen Weg. Viel Glück, Leute. Mach's wie du willst. Dann nehme ich diesen Weg und wer ihr folgt mir. Das heißt, ich darf. Und ich? Oh gut, zumindest haben wir noch viel Zeit über. Wohin sollen wir gehen, Moritz? Schauen wir doch vielleicht nach. Oben. Wer bist du denn? Unmöglich. Moritz, was machst du hier? Hör mir zu, etwas Gefährliches kommt euch in den Weg. Wer bist du? Was tut das für Sache? Darum geht es jetzt nicht, Moritz. Wenn ihr einfach zum Waisenhaus zurückgehen würdet, bringt ihr die anderen Kinder in Gefahr. Hör mir zu, es gibt eine gefälschte Statue im Norden. Verstanden? Dort ist eine geheime Kammer darunter, wo du dich verstecken kannst. Beeil dich, unsere Zeit, meine Zeit ist beschränkt. Warum zitterst du? Willst du Richtung Norden gehen? Ich nehme an, dass der Weg genauso gut ist wie alle anderen Wege, sicher. Ja, ist sicher auch so Kätzchen. Okay.
kann mich frei herumbewegen. Wir gehen jetzt einfach mal in den Norden, ne? Katze ist schon da. Hey, Murat, ciao. Da ist etwas im Himmel. Da. Wow, das ist riesig. Sieht aus wie ein Sternschnuppe, oder? Du solltest dir auch etwas wünschen, Moritz, mal sehen. Ich wünsche mir ein normales und unspektakuläres Abenteuer. Hahaha. Alles klar. Oh. Peng. Das will Peng immer. Okay. Mal auch mal ein Foto von. Was ist das für ein Ding? Es ist ein Drache. Es gibt keine Möglichkeit, davon wegzurennen. Wir haben jetzt schon unseren ersten Bossfight hier, oder was? Nee, gut. Wir laufen erstmal weg. Was ist das denn jetzt hier? Du bist zu langsam, Moritz. Ich hab doch gesagt, du sollst dich beeilen. Ein Drache ausgerechnet hier. Okay, bleib ruhig. Das ist eine gute Möglichkeit, kämpfen zu lernen. Hilfe ist auf dem Weg. Halte nur ein bisschen länger durch, okay? Ich habe etwas für dich. Komm schon, such dir ein Ziel von aus. Deine Wahl wird dein Leben lang dein Begleiter sein. Also wähle bedacht, Moritz. Mit ihm wirst du auch den Drachen bekämpfen. Zumindest eine Weile lang. Ich habe schon 3 Favoriten. Den hier? Sieht aus wie ein kleiner Fuchs. Dann das hier, das sieht irgendwie lustig aus. Und es scheint Geist zu sein, würde ich sagen. Was ist das Zeichen? Oder nicht? Könnte normal sein. Und der Gecko ist auch irgendwie niedlich. Katzen fallen bei mir schon sofort raus. Bin ich so der Fan von Katzen? Oh, ich überlege mir ja das Viech da zu nehmen. Das Viech. Nee, so gemacht. Oder den Gecko. Für Elektro wäre mal wirklich was Neues. Geist hatte ich mit Bautz und Elektro gibt es, glaube ich, bei keinem Starter, oder? Tatsächlich. Deswegen, ich glaube, ich nehme ihn. Ich glaube, ich nehme den Gecko. Gekoko. Dieses Nexomon als ersten Begleiter auswählen? Ein sehr neugieriges Nexomon mit der Fähigkeit, mit seinen klebrigen Füßen auf jedem Untergrund zu laufen. Sie lieben es, sich zu verstecken und lange Zeit vor anderen verborgen zu bleiben. Ach, warte, dann lesen wir auch noch die anderen durch. Dinja haben kurze Beine, bezaubern große Ohren und einen riesigen, flauschigen Schweif. Da sie keine guten Läufer sind, bewegen sie sich lieber durch Hüpfen. Also der hüpft die ganze Zeit, okay. Wer ist du? Süßer Mara, okay. Mara ist auch sehr süß. Noki? Noki ist Wasser, okay. Wasserflug wäre auch ganz schön cool. Es sei denn, die haben hier alle nur eins. Boah, Behilda. Ein Geist-Nexomon, das in der Dunkelheit gefunden werden kann. Sie neigen dazu, den Kopf abzunehmen, um ihren Gegner Angst einzujagen. Okay, süß. Mern. Trebli. Und Maskiti. Maskiti. Okay, ich würde sagen, wir nehmen Gecko. Ich finde das eigentlich sehr interessant, mit einem Elektrotyp mal sowas ähnliches hier durchzuspielen. Hör mir jetzt gut zu. Wenn das alles vorbei ist, wird niemand von mir wissen, verstanden? Sei leise, Moritz. Du schaffst das, Moritz. Ich glaube an dich. Okay. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich laufe gegen ihn. Was tust du da? Moritz, bist du verrückt? Komm zurück, bitte. Okay. Oh mein Gott, wir sind im Kampf. Ah, Fertigkeiten, Team, Items, oder? Das heißt, dann sind wir das Team, okay. Ah, Fertigkeiten. Aus heißt wahrscheinlich Ausdauer. Ah, 10 Ausdauer und das Stärke. Wieso? Ah, der Ausdauer 5. Ah, Ausdauer 10. Wir machen Blitzgeduld. Oh, Alter, das hat aber viele Lebenspunkte. Wie soll ich das denn hier bewerkstelligen? Jetzt mal ehrlich.
Als ob ich nur lebe. Als ob ich nur lebe. Ach, unten links steht das außerdem. Was der Gegner eingesetzt hat. Aua. Ich sagte ja, du sollst zurückbleiben. Was sollen wir tun? Wie sollen wir einen Drachen besiegen? Weiterkämpfen. Ich bewundere deinen Mut, Moritz. Aber nicht jeder Kampf kann gewonnen werden. Komm schon, rein hier. Die Statue ist verschwunden. Es ist unsere Chance zu verschwinden. Ihr hättet auch einfach nach rechts runtergehen können, oder? Mist. Ach, boah, er hat mich einfach da reingeschmissen. Dieser Frechdachs. Hey, Moritz, komm schon, wach auf. Wir sind sicher hier. Was wenn ich... Moritz, deine Beine, der Drache hat sie. Der Drache hat sie. Schon gut, komm runter. Woher hast du eigentlich das Nexomon? Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, ernsthaft? Mit dir abzuhängen wird spaßig. Oh, guck mal, ist richtig cool. Egal, schau dich mal um. Was hat es mit dieser Kammer auf sich? Wir können nicht rausgehen, solange der Drache dort ist. Irgendwie muss ich gerade die ganze Zeit Dauergrenzen, vor allem wenn ich da links diese Sprite sehe. Lass uns diesen Ort erkunden. Oh Mann, ich habe sogar Tränen in der Augen. Das Vermächtnis eines Helden. Okay, okay, dann gehen wir hier ein bisschen forschen. Oh. Gut geforscht, würde ich sagen. Der sieht aus. Moritz, richtig? Schön, dich kennenzulernen, Kind. Ich bin... Egal, darauf kommt es nicht mehr an. Ah, das ist ein Geist. Das hier ist eine Art Grab. Okay, okay. Hab keine Angst, ich habe euch vor dem Drachen gewarnt, oder nicht? Du hast bis zum letzten Moment gewartet. Weißt du, wie traumatisch das für ein Kind sein kann? Wie auch immer, der Drache ist jetzt weg. Also könnt ihr gehen, wenn ihr wollt. Was ist das hier für ein Ort? Meine letzte Ruhestätte, genau wie ihr, war ich mal ein Tamer. Wow, warst du stark? Nicht allzu schlecht, denke ich. Hast du das gehört, Moritz? Er war ein richtiger Tamer. Er könnte uns was beibringen. Du weißt schon, dass das nicht die normale Reaktion beim Aufeinandertreffen mit einer toten Person ist, hm? Aber klar, ich kann dir beibringen, wie man ein Nexomon fängt. Nexomon fängt, wenn du willst. Geradeaus ist der perfekte Ort dafür. Okay, kann ich rechts, links hergehen? In Wirklichkeit kann nichts schief gehen, wenn man einem Geist in eine dunkle Höhle folgt. Ich würde ganz gerne noch kurz hier nach unten gucken. Kann man die Steine nehmen? Ah, Spitzhacke braucht man für sowas. Hier sind Sachen. Ein Trank, sehr gut. Münzen, sind glaube ich auch nicht verkehrt. Und ein Nexo-Tipp. Oh super, noch ein Pokéball. Ne? Sorry, ich wollte das Wort nicht in den Mund nehmen. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich die ganze Zeit das Spiel mit Pokémon vergleiche, das bringt dann einem auch nichts. Deswegen würde ich das eigentlich ganz gern sein lassen. Oh wow, schau mal, Moritz. Ich frag mich, was das für Clowns waren. Ist er der kleine Junge von denen? Wahrscheinlich, ne? Sie waren die tapfersten Krieger zu meiner Generation. Und Spencer. Okay, cool. Schönes Bild auf jeden Fall. Oh, geh mal hier rein. Da wackelt was. Moritz, du weißt es vielleicht nicht, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Unsere Welt ist eine grausame, schreckliche, brennende, deprimierende, gebrochene... Okay, ja, wir haben es verstanden. Aber wenn du weißt, wo du suchen musst, wirst du immer ein Nexomon finden. Seht ihr das wackelnde Gras da drüben? Dort versteckt sich ein wildes Nexomon. Näher dich ihm, damit wir es fangen können. Oh, ich habe 5 Nexo-Dinger bekommen. Oh, scheiße, ich habe angedrückt.
Schwächen wir nicht einfach das nächste Mal und werfen dann die nächste Tab? Vielleicht. Okay, vielleicht. Oh, ich bin... Was ist schon? Das ist schon süß. Oh Gott. Gott, Gott. Das hast du getötet. Nee, ich will das haben. Jetzt fangen wir... Ah, okay. Diese Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung deiner Fangchance. Es enthält viele Fakten wie der LP deines Gegners. Insgesamt 17%. Fangwahrscheinlichkeit nur 17%, ist aber fast wenig, ist aber wenig, oder? Du kannst auch das nächste Mal mit verschiedenen Fütterfuttern, um deine Chancen zu verbessern. Oh, das ist sehr interessant. Nee, wir nehmen erstmal die nächste Trap. Gewählt die nächste Trap. Ah, 27% Chance. Okay. Was? Oh Gott. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. ich war darauf nicht vorbereitet. Oh mein Gott, ey. Skunkut. Gefangen. Viele finden sie bezaubernd, aber es liegt daran, dass sie nichts von ihrem fauligen Geruch mitbekommen. In Wirklichkeit ist das ihr Hauptabwehrmechanismus gegen Feinde. Alter. Ja, nehmen wir mit. Boah, Alter, das war gerade echt anstrengend, dass ich schnell diese Tasten hier drücken musste, ne? Damit habe ich null gerechnet, wirklich nicht. Es gibt so viel mehr, was ich euch beibringen könnte, aber ich glaube, eure Freunde suchen euch. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Pass auf euch auf, diese Welt ist nicht mehr so nett, wie sie mal war. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier nochmal ein bisschen das Gras hier genauer an. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir vielleicht fangen. Zum Beispiel diese Stierkuh, Stierpferd. Irgendwas dazwischen. Fangmenü. 13%. Oh mein Gott, das ist aber wenig, oder? Oh. Oh Gott, Leute. Ich kann euch nur sagen, es wird stressig werden, glaube ich. Es wird, glaube ich, wirklich stressig werden. Kalfter. Ein willensstarkes Nexomon, das sehr schnell verschiedene andere neue Angriffstechniken lernt. Sie lassen sich zwar leicht ablenken, aber der Wunsch, mächtig zu werden, ist stärker. Okay, cool. Ist auch cool. Ah, was haben wir hier? Schönes? Oh, ein Alpaka. Süß. Auch sehr schön. Mal hier das hier. Oh, das bringt gar nicht so viel. Noch lebe ich. Oh, es macht nur einen Schaden, das ist in Ordnung. Ich mach wohl ein bisschen mehr. So. Und dann können wir es fangen. Und Nexo Trap werfen. 28% Chance. Okay. BBB. Oh, das ging gut. Das ging schon mal besser. Oh, es ist entkommen. Das ist gar nicht gut. Jetzt ist mein Gecko tot. Ist mein Gecko tot? Oha, er darf einfach sofort angreifen. Ah, es reicht ja. Ah, ne. Man muss beides drücken. Okay. So, nochmal Glück hier gucken. BBBXBBBXXX. Sehr schön. Ja, Wuzi wurde gefangen. Sehr schön, Leute. Wuzis sind flauschige Nexomon, die in den Hochebenen leben. Mit ihrer Wolle können sie sehr viel statische Kraft speichern. Ins Team aufnehmen, ja. Cool, Leute. Ich würde dann sagen, das war's für den ersten Part. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.